Und jetzt Werbung! Ja, vor der Werbung möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass es zwei verschiedene Ausgaben vom Buch gibt. Falls ihr noch nicht wisst, warum, ich erkläre es euch gerne. Es ist eure Schuld. Hauptsächlich. Es ist so, dass die Geschichte ist identisch, aber die Werbung und die Nachrichten und also der Newsfeed quasi, der ist unterschiedlich. Ich fand es spannend. Warum? Am Montag nach der Bundestagswahl, ihr erinnert euch dunkel, Bundestagswahl, also ich habe es auch versucht zu verdrängen, aber es kommt immer wieder hoch. Man möchte kotzen, aber Bundestagswahl. Am Montag danach haben wir in Dresden einen Auftritt gehabt. So, jetzt könnte man sagen, montags in Dresden, in der Innenstadt, hätte man draufkommen können, dass da eine Gegenveranstaltung stattfindet. Aber mein Agent, ihr kennt ihn aus den Känguru-Büchern, ist nicht darauf gekommen. Also wir treten also montags in der Innenstadt in Dresden auf und wirklich direkt auf dem Platz davor haben die ihren Wahlsieg gefeiert. Und einer dieser Menschen hat sich zu uns ins Theater verirrt und war dann im Foyer und wollte diskutieren. Nun wollte ich nicht so richtig diskutieren, aber es war einfach zu dumm, was er gesagt hat. Und ich bin jetzt nicht übermäßig optimistisch ins Gespräch reingegangen. Ja, also es war nicht so, dass ich dachte, pass mal auf, ich werde ihn jetzt mal ein paar Argumente und dann zack, wird er das einziehen. Nein, gar nicht. Alles, was ich ihm klar machen wollte, ist, dass wir gar nicht diskutieren können, weil wir an völlig unterschiedliche Prämissen glauben, dass wir gar nicht miteinander argumentieren können. Also im Prinzip wollte ich nur erreichen, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, we agree to disagree. Ja? Und das war schon nicht möglich. So im Nachhinein dachte ich, okay, vielleicht war das Wort Prämisse ein Fehler. Aber ihr versteht, wo das Problem lag. Ja? Also wir kriegen unsere Informationen woanders her. Ja? Also ich halt aus der Zeitung und von der Tagesschau und so. Und er halt direkt aus dem Innenministerium. Hat er jedenfalls gesagt. Also es ist so, dass die Polizei, die muss das vertuschen, wenn das Flüchtlinge gemacht haben, die Verbrechen. Hat er aus dem Innenministerium, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt aus dem Innenministerium, oder ob er doch, sagen wir, Innenministerium, Facebook, er, ob das die Kette war. Aber trotzdem, Innenministerium. Genau, und das finde ich halt problematisch. Und das war die Idee, warum es in zwei verschiedene Ausgaben vom Buch gibt, weil das ist so ungefähr, wenn er jetzt in der Zukunft leben würde, der gute Mann, dann wäre das sein Newsfeed. Ja, wenn euch das mal interessiert, könnt ihr in die dunkle, also es ist mehr so Moll, mehr so Sith Lord, Trump Newsfeed. Und hier ist quasi das Gegenteil. Also wenn ihr jetzt eher so positiv drauf seid und Katzenfotos liked, dann würde ich euch die helle Version empfehlen. Jetzt habe ich es erklärt. Ach nein, ich habe noch nicht erklärt, warum ihr schuld seid. Genau, das war also meine spinnerte Idee. Und wenn ihr nicht so viele Känguru-Bücher gekauft hättet, dann hätte der Verlag zu dieser Idee gesagt... Stattdessen haben sie gesagt, oh.
Na gut. Ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, das eigentlich Geniale an den zwei Ausgaben ist, dass ihr euch das Buch jetzt zweimal kaufen müsst. Nein, natürlich nicht. Es gibt hier quasi hinten drin einen Link zur jeweils anderen Fassung. Kauft es euch nicht zweimal, so viel ist nicht unterschiedlich. Den Rest könnt ihr im Netz lesen.